Hallo und herzlich willkommen. Bevor der Bundesligaspieltag gleich startet, dachten wir, machen wir nochmal ganz schnell ein Box-to-Box-Interview mit einem Spieler, der uns wahnsinnig viel über das Derby morgen erzählen kann. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Er selbst spielt mit dem BVB 2 in der Regionalliga. Und die spielen wiederum morgen gegen Schalke 2. Ob jetzt nur ich das wahnsinnig witzig finde, kann uns Lars Bünning vielleicht gleich selbst erzählen. Während er sich dazu schaltet, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu ihm. Lars Bünning ist 21 Jahre Innenverteidiger seit Sommer 2019 bei Borussia Dortmund und hat bei Werder Bremen 2 unter anderem unter Florian Kohfeldt trainiert. Also zu besprechen gibt es auf jeden Fall genug. Ich versuche ihn mal dazu zu holen. Ihr könnt wie immer auch gerne eure Tipps, hi, da bist du schon, noch ganz kurz. Hi, grüß dich. Die Derbys morgen in die Kommentare schreiben. Aber jetzt erst noch zu dir. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Du mich auch? Ich höre dich super gut. Bist du gerade zu Hause? So sieht es zumindest aus, oder? Ich bin zu Hause, ja, genau. Wir hatten heute Morgen Abschlusstraining. Okay. Und ja, seitdem bin ich auch zu Hause, habe mir was zu essen gemacht, bisschen mit meinen Jungs noch an der Playstation verbracht und jetzt bin ich hier. Und schaust du jetzt gleich Fußball oder interessiert es dich noch nicht so erstmal? Doch, doch, auf jeden Fall. Ich werde gleich einschalten, denke ich. Ich denke, ich werde mir Kiel gegen Bochum anschauen. Und ja. Bevor wir über euer Derby morgen sprechen, vielleicht noch ganz kurz. Machst du jetzt am Abend vor dem Spiel irgendwas Besonderes oder hast du irgendein Ritual, was du vor dem Spieltag machst? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin da eigentlich überhaupt nicht abergläubisch, was sowas angeht. Ich bin sowieso nicht der Typ, der bis in die Puppen wach ist, die Woche hinüber. Deswegen gehe ich meist. Bitte? Was sind die Puppen? Also, wann gehst du jetzt schlafen? Ich gehe meist gegen 11 Uhr ins Bett und schlafe dann gegen halb zwölf, zwölf ein, denke ich. Okay, und stehst morgens dann wann auf? Das ist unterschiedlich, also je nach Trainingsbeginn. Also, wir trainieren meistens um 11, haben dann um 10 Uhr Treffen. Dann stehe ich so um ja, halb neun stehe ich auf, fahre dann um Viertel nach neun, halb neun zum Training. Und da wird dann gefrühstückt und dann geht's auch langsam los. Warst du schon mal so nervös, dass du überhaupt nicht schlafen konntest vor dem Spiel oder juckt es dich meistens nicht so? Das Problem habe ich Gott sei Dank nicht. Ich habe das schon ab und zu mitbekommen, dass manche Spieler sehr aufgeregt sind, den Abend davor schon. Ich kann das eigentlich relativ, relativ gut ausblenden. Okay, wie ist denn das jetzt? Morgen Derby, liegt da so eine gewisse Spannung bei euch im Team oder ist es so ein Mediending, um halt irgendwie die Spiele besser zu vermarkten? Nein, also das ist definitiv ein besonderes Spiel. Also das merkt man auch in der Kabine, in der Mannschaft schon. Also die Vorfreude ist riesig. Jeder will spielen, jeder reibt sich auf im Training und möchte dabei sein. Und ja, ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Welche Bedeutung hat es, dass die erste Parallel das gleiche Spiel sozusagen spielt? Ja, das kann ja in beide Richtungen gehen, ne? Also wenn Dortmund beide Spiele für sich entscheidet, wäre natürlich super. Aber ansonsten sind es ja im Grunde genommen zwei verschiedene Spiele. Und ich bin der festen Überzeugung, dass beide Borussia-Mannschaften ihr Bestes geben werden. Okay, tippen tun wir es nachher noch. Sag noch ganz wie der Tag dann so abläuft. Also ihr spielt um 14 Uhr, ich glaube die erste um 15.30 Uhr. Habt ihr dann in der Kabine irgendwie eine Leinwand aufgebaut, in der ihr dann das Spiel danach noch kurz vielleicht zweite Hälfte gucken könnt? Nein. Also ich denke nicht. Das ist je nach Spielverlauf von uns. Wir hatten jetzt Mittwoch ein Spiel gegen Alemannia Aachen, was leider nicht so gut verlaufen ist. Allerdings haben wir trotzdem danach mit der ganzen Mannschaft das Champions-League-Spiel verfolgt. Und ja, vielleicht läuft es ähnlich am Samstag, also morgen. Ja, ich hoffe, dass wir schon mal vorher den Schritt machen Richtung Derby-Sieg und dann den nächsten Derby-Sieg feiern können. Okay, dann hoffe ich mit euch, aber lasst uns jetzt mal, wie du gerade schon angekündigt hast, tippen ein bisschen. Für euch, nachgeschaut, läuft es in der Tabelle nur so semi-gut. Also ja. Bleiben wir bei eurem Spiel. Wie spielt ihr morgen gegen Schalke? Wir gewinnen auf jeden Fall. Zu null. Ja. ja, wir gewinnen 2-0 morgen. 2-0. Und ja. Wie sieht die ersten aus? Die gewinnen auch 2-0.
Oh wow, sehr kreativ. Ja, ich glaube wirklich, dass wir beide gewinnen werden, beziehungsweise ich hoffe und weiß, dass beide Mannschaften ihr Bestes geben werden, wie gesagt. Und ja, so ein 2-0 ist ein schönes Ergebnis. Wenn es morgen kein 2-0 wird, ist es dann so, wenn du verlierst, ist alles blöd? Für Oder? mich persönlich jetzt mit meiner Laune, oder was meinst du? Ja, genau. So individuell. Es gibt ja unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich reagieren Ja. können. Bist du einer, der das gut wegstecken kann, oder ist der Tag dann gelaufen und du möchtest auch am Also liebsten? verlieren konnte ich noch nie, ehrlich gesagt. Das sagt meine Mutter heute noch. Das war früher schon so, wenn wir irgendwas mit der Familie gespielt haben, habe ich direkt angefangen zu weinen, wenn ich verloren habe. Und das zieht sich eigentlich bis heute. Also ich weine zwar nicht mehr so häufig, aber ja, ich bin extrem, extrem angenervt, wenn wir verlieren. Und vor allem die Art und Weise, wie wir verlieren, ist dabei auch entscheidend. Aber ja, verlieren ist einfach scheiße. Okay. Trainiert ihr manchmal mit der ersten, ne? Nicht alle. Also wir trainieren jetzt nicht irgendwie, dass die U23 und die Profis komplett zusammen trainieren. Okay. Teilweise in der Länderspielpause oder so werden gewisse Spieler hochgezogen, je nachdem, auf welcher Position die Spieler benötigt werden. Aber so, dass beide Mannschaften komplett zusammen trainieren, das gibt es nicht mehr. Wie ist es aber so bei dir? Was ist denn ambitionstechnisch? Also du bist erst 21. Was Ja. ist technisch noch drin, beziehungsweise was für Ambitionen hast du? Also drin ist auf jeden Fall noch alles. Also da bin ich einer von der Sorte, der auf jeden Fall die Hoffnung nicht verliert und dran glaubt. Meine Ambition ist erstmal, mich bei Dortmund weiterhin zu beweisen. Und der Sprung zu den Profis ist bei Dortmund natürlich wesentlich höher, als er bei Werder zum Beispiel war. Das ist Ja. mir auch bewusst. Das habe ich mich nämlich gefragt, also warum du schnell zu Dortmund gewechselt bist. Ja, weil Dortmund mich einfach unglaublich reizt. Das ist nochmal ein größerer Verein definitiv als Werder. Und es war für mich schon eine Ehre, dass Borussia Dortmund bei mir angerufen hat und mich haben wollte. Das war schon ja, war sowas wie ein Ritterschlag für mich. Das war schon, hat mich gefreut, und dann habe ich mich auch relativ schnell entschieden, hier hinzukommen. Und ja, so richtig in die Zukunft blicke ich dabei nicht. Ich bin so der Mensch, der einfach versucht, alles zu geben und Gas zu geben und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Du hast unter Kofeld trainiert, stimmt's? Genau, ja. Welche Erinnerung klingt so, als wenn es 20.000 Jahre her wäre, aber was verbindest du mit der Zeit in Bremen? Mit ihm persönlich jetzt? Mhm, ja. Ja, zumindest erstmal anfangs eine erfolgreiche Zeit. Also es war ja die Zeit, wo wir in der dritten Liga waren. Da sind wir sehr gut gestartet in die Saison, hatten dann einen leichten Negativlauf unter ihm, glaube ich, auch schon. Er wurde dann zu den Profis hochgezogen, weil ich glaube, Nuri war das damals, beurlaubt wurde, und hat seine Chance da oben genutzt, zu Recht auch. Das ist ein überragender Trainer, das steht außer Frage. Also sowohl menschlich als taktisch ist er wahnsinnig gut. Und ja, für uns lief die Saison dann nicht mehr so erfolgreich. Wir sind leider abgestiegen. Und ja, aber für ihn ging es dafür bergauf. Du sagst menschlich überragend, was macht ihn denn? Also er wirkt von außen als außenstehende Person, denkt man, er ist sausympathisch. Das ist er auch, ja. Kannst du ihn so ein bisschen beschreiben, was ihn ausmacht? Ja, ich würde sagen, dass er versucht, mit fast jedem Spieler zu reden und auch ehrlich zu reden. Er ist ziemlich ehrlich in seiner Darstellung, und auch menschlich dahingehend, dass er die Dinge, die er von einem verlangt, taktisch so rüberbringen kann, dass es auch jeder versteht und jeder auf dem Platz umsetzen kann. Das kann auch nicht jeder Trainer. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Trainer, die eine taktische Grundidee haben, die aber nicht auf die Spieler projizieren können. Und das beherrscht er ziemlich gut. Hast du noch Kontakt zu ihm, oder ist das so aus den Augen, aus dem Sinn? Nein, Kontakt habe ich nicht mehr zu ihm. Ich habe ihn, also wenn wir uns treffen in Bremen oder so, was jetzt noch nicht vorgekommen ist, weil ich noch nicht die Zeit hatte, wieder länger in Bremen zu sein, würden wir sicherlich ein bisschen schnacken und uns Hallo sagen, aber es ist nicht so, dass wir uns telefonisch austauschen. Unter welchem Trainertyp trainierst du denn am besten?
muss ein guter Mix sein zwischen Kumpeltyp, sage ich mal, und Autoritätsperson. Also das macht unser Trainer aktuell auch sehr, sehr gut. Da muss ich ihn auch mal auf dem Wege loben. Der ist auch, ja, wie gesagt, kann Späße mit einem machen und ist dann aber von einem auf den anderen Moment ernst. Und man kann ihn auch ernst nehmen dann, was man auch ganz klar sagen muss. Und ja, so ein Mix aus Autorität und Kumpel. Wie schaust du auf die Tabelle? Auch immer noch nach Bremen? Oder welches Team steht gerade so dein Platz? Ja, also eigentlich ist es immer so gewesen jetzt in dem Verein, wo ich spiele, für den bin ich auch in der Bundesliga. Und deswegen fieber ich bei Dortmund auch mit. Werder verfolge ich natürlich auch noch, wenn die jetzt nicht zeitgleich spielen mit Dortmund, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie noch ja, wie soll ich das sagen? Naja, ich verfolge Werder noch, aber Dortmund mehr im Moment. Okay, also sehr loyal. Genau, ja. Lass uns mal zu der schnellen Fragerunde kommen. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Lieblingsverein aus der Bundesliga außer Bremen und Dortmund? Da würde ich sagen, FC Köln. Dein Lieblingsbrettspiel? Mensch, ärgere dich nicht. Rote Karte oder Eigentor, in beiden Gefällen gewinnt ihr aber. Ja, dann das Eigentor, weil mit einer roten Karte wäre ich ja im nächsten Spiel nicht dabei. Okay, ja, keine, ich habe noch keine rote Karte bekommen. Ich weiß nicht, was. Ein Eigentor habe ich schon geschossen. Das war sehr demütigend. Ja, gut, aber da lacht man dann 2, 3 Tage später drüber. Beziehungsweise, wenn du gewinnst, nach dem Spiel sogar vielleicht. Also, nach dem Sieg ist immer alles gut. Okay, gutes Argument. Wenn du einen Schalke-Spieler zu euch ins Team holen müsstest. Ein Schalke-Spieler. Von der ersten jetzt, also. Von der ersten. Mich beeindruckt Harit sehr. Also die letzten Spiele vor allem hat er einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Also ich glaube, der kann jeder Mannschaft weiterhelfen. Ja, der sollte morgen vielleicht gegen eure Erste keinen guten Tag haben. Genau, richtig. Lieblingslied, das dir peinlich ist. Ja, ich schäme mich nicht dafür. Also mein Lieblings, also ich habe eigentlich ein Lieblingslied, aber dafür schäme ich mich nicht oder ist mir nicht peinlich. Soll ich das sagen? Ja, gerne. Das ist Manhattan von Kings of Leon. Ja, okay, aber ich dachte jetzt eher an irgend so ein deutsches Schlager-Gedöns. Ach so, ja, dann Bierkapitän. Okay. Kann ja auch peinlich sein. Erfolgreiche Grätsche oder Gegenspieler tunneln? Erfolgreiche Grätsche, ganz klar. Du bleibst im Fahrstuhl stecken. Lieber mit Lucien Favre oder Thomas Tuchel? Mit Lucien Favre. Lieber mit Favre oder Florian Kohfeldt? Mit Favre. Lieber mit Favre oder Guardiola? Favre. Lieber 8 Stunden im Fahrstuhl mit Angela Merkel oder Helene Fischer? mit Helene Fischer. Lieber 24 Stunden im Fahrstuhl mit Angela Merkel oder Niederlage im Revierderby? Boah, das ist doch ganz, also das kannst du dir selber beantworten, Ich dachte, ich stelle es trotzdem mal als Option aus. ja, dann ganz klar das Erste. Okay, also Niederlage im Revierderby ist schon so das Härteste, was passieren könnte. Morgen definitiv, ja. Also wir wollen unbedingt gewinnen und sind heiß drauf und werden alles reinhauen. Wir freuen uns. Nehme ich mit, dann drücke ich euch fest die Daumen. Vielen Dank. Bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Wir hören. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.